In the Flash. E4 M7. Genau. Man sieht schon, jetzt wird's fleischig. Wir sind offenbar in irgendeinem Organismus. Und die Musik ist jetzt... Ja, irgendwelche Atmungen. Na gut. Na? Gut, dann springen wir da gleich mal runter. Schauen wir uns hier erstmal um. Also alles ein bisschen vom Design her sehr eigentümlich. Aber interessant. Wie ist das, was vor einigen Jahren rauskam? Agony oder sowas? Ist das Agony? Das mit den... wo man in der Hölle rumgelatscht ist oder so? Das war ja schon, das war ja schon nett, aber leider halt spielerisch, glaube ich, ein bisschen stuhl. Das hier, naja. Ist halt ein solider, sehr, sehr solider Shooter. Moment, komme ich da wieder hoch? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, wo ich zuerst hin soll. Ist alles so einladend hier. So, tschüss. Hä? Achso. Ja. So. Jetzt mal Ruhe. Ah ne, da fliegt schon wieder so viel. Und da ist es. Ja, ein bisschen verschwenderisch mit der Munition umgegangen, aber naja. Oh Gott. Irgendwas ist ja immer weg mit den Mistviech aus. Alles klar. Na, easy, ne? Oder was? Was ist das? Spratzt auch mal so. Klar, sind alles Körper. Oh Mann. Oder ein großer Körper, nehme ich an. Was soll das sein? Mit merkwürdigen körpereigenen Geräuschen. Tja, wie das wohl riecht hier? Will man es wissen? Ich glaube nicht, oder? Sehr eigenartige Geräusche. Tja, aber es sind Körper nun mal. Machen immer seltsame Geräusche. Hau ab! Was in... Ach, stimmt! Ein Dickerchen jetzt hier unten auch. Moment, das ist aber nicht der... Ach doch, das ist vielleicht sogar das Ende. Oder was? Oder wie? Jetzt nur 7 Mappen. Oh Mann. Mit Pech habe ich gleich ein Problem. Oh Mann, Hilfe! Okay, hat nicht ganz gereicht. Stirb! Also ein Kopf. Ah, das war auch nett gemacht, ne? Ein Kopf hängt schon. Viel hat er nicht mehr. Ja, schön. Aber war wohl nur ein regulärer Gegner, also kein, nicht der Endgegner. So wie in der dritten, glaube ich, Kampagne, ne? Genau, der Cerberus war das ja. Auch wie sie mal niedlich noch zucken danach. Süß. Ist das hier feste? Ja, ist fest, okay. Eine sehr interessante Soundkulisse. Na gut. So, einer ist noch. Einer ist noch im Leben. Oder zwei. Nee. Die ganzen Mündchen hier auf dem Boden. Das ist natürlich alles sehr hübsch. So, jetzt kommen die Jump-and-Run-Anlagen, nehme ich an. Kommen wir da rein. Ja. Oh, das ist ein Secret. Genau. Wahrscheinlich genau deswegen, weil man schaut, wo springen wir als nächstes hin und dreht den ganzen den Rücken zu. Nee. Ach, das war's schon. Moment. Hä? Ja, das hätte ich mir schenken können. Den
Sprung hier. Hier sogar mit Metall. Okay. Wo? Achso, mittig gab es ja auch noch was, ne? Und hier kommen wir wieder zum Anfang. Lebensenergie. Ja, da schnauft er. Ist okay. Das sieht nach Knochen aus, ne? Irgendwie. Muss ich da hochspringen? Oh oh. Ja, wie unangenehm. Ja, schlecht. Dagegen schießen funktioniert nicht, ne? Das ist. Ich meine, es ist aber offen. Ah. Ich würde aber trotzdem gerne hier runter, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich weiß, dass die Viecher da sind. Oder zumindest mal ein paar von denen hier reinschmeißen. Ha? Gut, dann eben nicht. Ich hoffe, jetzt zerquetscht es mich. Oh nein! Oh nein! Jetzt, das war natürlich nicht so intelligent. Ja, ich häng fest. Ja. Wie unangenehm. Dann eben doch. Na? Wieso geht's nicht mehr auf? Ah ja, jetzt. Dann anders. Und zwar so. Und eins für euch. Hier. Verdammt. Hat ein bisschen überlebt. Köstlich, diese Magengrube, ne? Was in? Mann! Wieso bin ich denn so dumm heute? Oh oh. Okay. Hat ja gar nicht wehgetan. Und tschüss. Ja. Unangenehm, aber. Was muss, das muss. Na, haben wir's? Bald. Och Gottchen, was ist denn jetzt los? Hm, wie unangenehm. Dann eben so. Jetzt haben wir zumindest mal Platz und können die so ein bisschen bearbeiten. Ja, sehr schön. Einfach nur bitte Kreise drehen. Hier fliegt er mal schön eure Formation. Ist ja auch alles gehitzt gerne, das heißt. Muss einfach nur so grob in die Mitte. Kicken und dann. Tja, trifft's die halt. So, der ist weg. Viel ist nicht mehr drin in der Puppe. Pubertät. Na? Und weg bist du, Wurm. Halt er das fallen lassen? Nein, nur Munition, okay. Na. Sag mal, muss das sein? Schon wieder. Nee. Tja, selber schuld. Wie gesagt, enge Gänge, gar kein Thema. So schön langsam auf mich zukriechen. Okay, jetzt mal oberhalb dieses Beckens von vorher. Ja, halt, hier waren wir schon. Warum waren wir hier schon? Was ist hier los? Schlüssel und sowas gibt es wahrscheinlich nicht, ne? Oder muss ich da unten weiter? Kann man wahrscheinlich einfach rennen, oder? Selbstverständlich. Ja. Da oben waren wir. Hier ist der Weg dahin. Aber, da muss ich irgendwie abtauchen. Geht's unten weiter? Wer weiß es, wer weiß es. Tja, da muss ich wohl tatsächlich. Na, abtauchen. Genau, muss ich abtauchen.
Oh nein. Weiche. Hä? Ha, einer ist abgeschmiert. Hoffentlich ertrinkt er. Der Hand. Tja, merkwürdiger Sound. Ich weiß nicht. Ist ja schon wieder das Warrior Soul. Ah, ich verstehe. Hier wird der Magen wohl zerkleinert. Boah. Hau ab. Okay. Das war's. Das war der... Ah, noch nicht ganz. Das nehme ich gerne mit. Ja. Das war E4 M8, M7 in The Flash. Tja, als nächstes kommt dann wohl der letzte Level. Na? Oh, verdammt, 2 von 3 Secrets. Naja, reicht doch erstmal.